Jo, hallo und Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Oberkommando. Wir spielen wieder Anno 2070. Wir kleinen Kapitalisten. Ich habe jetzt auch endlich entdeckt, dass man hier ja auch pausieren kann. Das ist ganz einfach möglich mit einem Druck auf die Taste P. Das ist vielleicht auch mal in hitzigen Situationen nicht schlecht, um sich einen Überblick zu verschaffen. Nur irgendwie doof, dass dann hier die Minimap ausgeblendet wird. Das hätte ich mir irgendwie anders gewünscht. Aber egal, hier auf jeden Fall ein Überblick nochmal, wie es zurzeit bei uns aussieht. Unsere Stadt hier wächst schön, hier hinten bauen wir mittlerweile auch an. Dann haben wir hier unsere Techs angesiedelt und auch schon unsere erste Unterwasserbasis eingerichtet. Und jetzt wollten wir aber dafür sorgen, dass die Leute hier ihr Gourmet essen und danach auch ein bisschen Shampoos bekommen, ja, damit die Kapitalisten ihren Wohlstand auch so richtig geil feiern können, ja. So, und jetzt drücke ich wieder auf P. Woo, und weiter geht's. Sau geil. Und da ist auch die Minimap wieder da. Und der Pirat, das macht mir ein bisschen Sorge hier, dass der so viele Schiffe hat. Ich glaube, irgendwas ist da vorhin gerade beendet worden. Ach ja, der Sokov und der andere haben jetzt Ruhe. Ich muss nochmal kurz gucken. Okay, das ist Trupp 1, das ist Trupp 2. Kriegerische Auseinandersetzung zwischen Nachbarn beendet. Ach, die haben auch Frieden geschlossen. Okay, gut zu wissen. So, ach, hier ist jetzt noch so einer fertig geworden. Ein neuer Zodiac. Der kommt dann gleich mal hier hin. Und dann wollte ich ja langsam auch mal diesen Kolossus hier... Oh, aber da fehlt mir, sehe ich gerade, die Kapazität. Also so einen kann ich im Moment gar nicht bauen. Wie kann man denn die Kapazität erhöhen? Hängt das an der Bevölkerung? Also die Schiffskapazität? Also was war das jetzt? 2. Okay, dann ist das jetzt neues 2. Schön. Wo sieht man denn die... Dankeschön. Die Schiffsliste. Hier unten, oder? Nee. Ach, ich kenne mich wieder so gut aus. Nein, das ist das Menü. Kommando. Fuhrpark. Ah ja. Kriegsschiffe. Ja gut, Handelsschiffe. Eigene Kontore. Gut, interessant. Das habe ich auch noch nie gesehen. Aber ich nehme mal an, das hat was mit der Bevölkerung wahrscheinlich zu tun. Die Kapazität, die man an Schiffen hat. Okay. Okay, okay. Wir waren auf jeden Fall hier. Und wollten hier Trüffel abbauen. So, wir haben jetzt hier das. Also eigentlich genug von jedem. Deswegen würde ich sagen, wir brauchen jetzt hier erstmal ein Kraftwerk. Straße. So, dann kommen wir hier wieder mit so einem Schaufelradbagger an. Das dürfte reichen. Na, magst du dich hier nicht drehen? Ah, der mag nicht. Hier ist... Okay, dann machen wir das so. Und kriegen doch dann hier hoffentlich noch ein Kraftwerk rein. Jawohl. Gut. Das passt dann. Werkzeuge bräuchten wir hier unbedingt. Beton, Stahl und so haben wir. Gleich mal gucken. Hier sind zwei arbeitslose Boote. Ach, der hat schon Beton gelagert. Super. Das hatten wir ja, glaube ich, genug. Das können wir wieder ablagern. Dafür nehmen wir... Oh, Werkzeuge haben wir jetzt hier schön viele. Nehmen wir mal mit. Reichlich. So, dann schipper du mal hier rüber. Und die Kameraden hier, Trupp 1, könnte ich fast eigentlich mal hier hinschicken. Weil jetzt müssen wir dann unsere Verteidigung ein bisschen anders gestalten. Wenn der Pirat hier sich wieder versucht, mit uns anzulegen. So, das hätten wir. Und hier haben wir unsere... Ach, den haben wir auch noch. Unsere Produktion von funktionellem Essen. Mal gucken, sieht das gut aus im Moment? Sind die zufrieden? Sehr gut. Eine Tonne auf Lager. Oh, da müssen wir vielleicht noch ein bisschen was machen. Hast du das funktionale Essen dabei? Ja. 7 Tonnen. Na, jetzt gucken wir mal, wie das so läuft. Na komm, lad ab. Sehr gut, das funktioniert. Der hat jetzt 8 Tonnen im Der Moment. Der Auftrag ist Lager eben 40. Von der Zentrale reingekommen.
Jana Rodriguez, nein. Na, du bist mir ja eine große Hilfe. Ich bin Kapitalist, ich will mit den Ökos nichts zu tun haben, ganz ehrlich. So. hier haben wir jetzt den Kasper. So, wunderbar. Jetzt haben wir hier gut viel Werkzeuge. Gut viel, gut Deutsch. Und du baust mir jetzt Trüffel. Habe ich sonst noch irgendwas eigentlich hier so? Nö. Leider kein Hummer hier. Vielleicht noch ein Warndepot. Gucken wir mal, dass wir hier vielleicht noch eins hinbauen. So. Und dann machen wir das doch hier mal. So, ich glaube, jetzt werden die Felder, die man an den Farmen dran hat, auch langsam großzügiger. Das heißt, es wird jetzt schwieriger, hier gut zu bauen. Deswegen würde ich sagen, hau ich den mal hier hin. Stahl, Beton. Aha. Und 5 Stück kann man da bauen, also ihr seht schon. Das wird jetzt ein bisschen problematischer, da effizient was hinzukleistern. Das hier geht schon leider nicht. Ah, guck mal, aber wenn ich das so mache und das so, dann kann ich hier vielleicht das nächste hinbauen. Also das läuft schon mal, das ist gut. Kommt hier die nächste Trüffelzucht hin. So. Zack. Na, nein, das wird nix. Dann muss dann so hin. 2, 3. Nochmal 4, 5. Ah, hier haben wir ein bisschen was verschenkt wieder. Was, 4 von 5? 5 von 5? 5 von 5, ne, passt doch. Passt doch. Ja, die lassen wir jetzt hier mal produzieren. Stahl bräuchte ich dann hier vielleicht noch ein bisschen gleich. Stahl, Beton, merke ich mir mal. So, dann tippst du mal hier hin. Und Shampoos, ich meine Trauben. Wo kriege ich die denn her? Ich glaube, die hatten wir hier unten, ne? Da, wo der sich jetzt schon angesiedelt hat. Hier kriege ich keine Trauben so weit runter. Südlich möchte ich eigentlich gar nicht. Sonst gibt es leider nirgendwo Trauben. Beziehungsweise... Verschlechterung im Gesundheitszustand der Bevölkerung. Oh, jetzt geht hier das nächste Problem los. Jetzt haben wir hier Seuchen. Das heißt, wir müssen jetzt eine Krankenstation bauen. Krankenhaus. Wie machen wir das am besten? Wollen wir das hier so reinpressen? Die müssen dann leider verlagert werden. So, da decken wir einen guten Bereich ab. Und hier kann man ja dann, ja, ein paar schöne Sachen reinbauen. Oh, oh, jetzt geht's schon los hier. Nur Probleme, nur Probleme. Das können wir aber gleich wieder wettmachen hier. Indem wir... 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und hier ein Platz frei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Dann haben wir hier gleich wieder ein paar Häuschen gebaut. Als Ersatz. Zack und zack und zack. Sodala. Du kümmerst dich jetzt um die Kameraden hier, das sollte kein Problem sein. Genau, Reben. Man könnte natürlich versuchen, na gut, hier oben ist leider kein Platz mehr, aber hier zum Beispiel Reben irgendwo einzukaufen. Ah, als Fruchtbarkeit. Manchmal haben die das hier. Der hat Saatgut, Gemüse. Sie wollen zu mir? Der hat auch Saatgut, Gemüse. Man könnte hier immer durch Geld das mal durchschalten lassen. Die hat Saatgut, Tee. Das möchte ich jetzt allerdings auch nicht übertreiben. Einmal mache ich die Runde durch. Und da habe ich so ein bisschen Geld. Saatgut, Reis. Nein.
Ist das dringend? Saatgut, Kaffee. Saatgut, Reis. Und du? Brauchst du die Hilfe der Eden Initiative? Ja, jetzt gerade schon, wenn du... Geil, jetzt müsste man eben schon 1000 zahlen, aber... Das möchte ich dann doch... Naja, dann muss ich wohl oder übel doch hier auf diese Insel gehen. So leid es mir tut. So. Das kannst dann mal du machen. Karabudian. Die Albatros. Oh, wie macht man das dann jetzt dann mit dem Handelswegen am dümmsten? Ich meine, ich könnte ja auch das Schiff hier da mal zweckentfremden als Transportschiff. Erhalte Informationen über Kriegsausbruch zwischen Nachbarn. Okay, der Öko- und der Ölgigant hauen sich wieder gegenseitig. Das freut mich. Du kannst vielleicht hier mal ein paar Rohstoffe abholen gleich. So, und du? Wir hatten ja gesagt, du brauchst ein bisschen mehr Beton und Stahl, ne? Aber wir wollen erstmal gucken, wie das hier so läuft. Wie viel wir dann da überhaupt brauchen. Die lassen wir jetzt einfach mal laufen. Kriegserklärung zwischen Nachbarn registriert. Ach, die hauen sich auch wieder. Ja, sehr gut. Der Vadim soll sich gut mit den anderen prügeln hier. Inselanteil wechselt Besitzer. Was? Diese Insel hier? Nee, wo hat er jetzt was gekauft? Hat in Resolution. Das ist Resolution. Ja gut, das ist mir egal, ehrlich gesagt. Aber gut, dass man mich daran erinnert. Alter, schau dir das an. Registriere Bewegung auf Anteilsmarkt. Das passt mir nicht. Der darf hier auf keinen Fall die Mehrheit erwerben. Ihr Handeln wird Konsequenzen haben. Ja, komm, sei ruhig. Schweig still. Wie sieht's hier aus? Ja gut, da bin ich immer noch in der Mehrheit. Oh, jetzt geht's hier los. Hat er sich mit dem Piraten verbündet? Alter, guckt euch das an. Ey, Vadim Sokov, du bist... Warum machst du das denn? Du kannst dich doch überhaupt nicht wehren, Junge. Hauptsache, du lieferst mir immer schön viel Öl. So, aber was ich machen wollte, genau. Du. Gesundheitszustand der Bevölkerung stabilisiert. Das freut mich doch. Mal hier mit, 50. Nehmen wir hier auch mit, 50. Und Stahl nehmen wir komplett mit. Vielleicht können wir... Ja, wobei, unseren Kolossus können wir ja noch nicht bauen. Da haben wir das Limit gerade vorhin gerissen. Was schade ist. Ach halt, das ist unser... Habe ich gerade das falsche Schiff angeklickt? So, go, go, gib Gas. Ihr merkt vielleicht sicher an meiner Spielweise, ich bin nicht so der Typ, der so multitaskingfähig ist, ja. So mehrere Sachen auf einmal machen, das finde ich mir so ein bisschen schwierig. Deswegen bin ich auch nicht so ein Fan von so Spielen wie StarCraft und so weiter. Ganz einfach, weil ich da immer irgendwann zappelig werde. Oh, Burger. Nehmen ab. Okay, das muss ich mal beobachten. Wobei, kann auch sein, dass gerade jemand eingekauft hat, oder? Weiß nicht. So, nehmen wir mal ein paar Werkzeuge mit. Ein bisschen Beton. Da mal eher mehr. Und eher mal 20 Stahl. So, ab mit dir. Und du... Halt, du kannst jetzt hier... Halt, du hattest doch noch was auf... Hattest du nichts mehr auf Lager? Hast du alles abgegeben? Ach nee, der hat noch... Der war das. Genau. So, aber du... Du nimmst jetzt mal den restlichen Stahl mit. Bauzellen... Werkzeuge... Beton haben wir genug hier. Und... lässt sich jetzt mal auf dieser Insel hier nieder. Okay, der hat gehandelt, das ist schön. Junge, du machst dich hier schon wieder so breit, Pirat. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Aber unsere Flotte ist bereit.
Alter. Der hat auch überhaupt kein Militär, der Sokov irgendwie, ne? Der lässt sich hier von diesem. Von diesem hier grünen. Soll irgendwo ein Wahlfänger. Möchtegern-Pazifisten. Ah, der hat auch schon Unterwasserstation. Ah, genau, was ich gucken wollte. Wie sieht's jetzt hier aus mit unserem. Unserer funktionalen. Nahrung. 19 Tonnen auf Lager. Lager füllt sich. Sehr schön. Das haben wir also geregelt. Dann Tex. Tex. Okay, wir können jetzt hier alles bauen schon mal. Das ist super. Was braucht ihr denn jetzt noch? Getränke. Was ist das denn? Kaffee wahrscheinlich, oder? Da hatten wir da unten ja Kaffeebohnen zum Kaufen. Ja, da brauchen wir Zucker nachher und Kaffeeplantagen. Zucker kriegen wir hierher. Spiel gespeichert. Haben wir irgendwo Kaffee? Ah, oh, schon wieder was. Ah, hier, Sunset. Aber das ist ein bisschen heftig verseucht, ne? Ist wirklich dumm, dass man hier oben keinen Platz mehr hat. Für noch eine Fruchtbarkeit. Und wenn wir hier dann Zucker abbauen. Ah, hier gibt's auch Zucker. Ja, das ist ja prima. Das passt doch. Hoffentlich sind Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst. Der Zeitpunkt Ihrer Expansion ist exzellent gewählt. Weiß ich doch, Rufus. Weiß ich doch. So, dann kommt die Albatros mal hier hin. Egal, wie schnell Sie expandieren. Was? Du magst mich jetzt nicht mehr? Okay, aber ich glaube, meine Expansion hat jetzt auch... Okay, vielleicht noch so eine Unterwasserbasis noch. Aber dann sollten wir so ungefähr unser Maximum, sag ich mal, erreicht haben. Was wollte ich hier jetzt eigentlich? Oh Gott, ich bin verwirrt. Ach genau, ah halt, ich bin ein Idiot, Alter. Ich kann ja, indem ich hier, na, Hummer habe ich ja schon hier. Registriere Anteilskauf. Terra Nova. Bei mir schon wieder. Alter Junge. Kaufpreis 16.000, oh scheiße. Die dürfen halt einfach nicht die... Also nicht 5 Anteile übernehmen, weil sonst übernimmt der Typ die Insel. Wenn man natürlich 2 Konkurrenten hat. Aber wo ich stehen geblieben war, halt, falsche Insel. Ich habe ja hier Hummer schon. Hier habe ich Hummer, hier habe ich Hummer. Da oben habe ich Hummer. So, warte mal, dann... Ich weiß nicht, wie viel wir davon brauchen. Reicht das? Ah, oh, das reicht nicht mal hin. Verdammt. Hier haben wir auch noch Hummer. Das reicht aber auch nicht hin. Mensch, da habe ich nicht drauf geachtet. Beziehungsweise muss das... Was brauche ich denn da überhaupt? Ich bin maximal verwirrt gerade. So. Stahl, oh weh. Ich brauche schon wieder Stahl. Boah, ist diese Insel hier verpestet. Wie sieht's hier jetzt eigentlich aus? 100%, 100%, 100%. Okay, wir kriegen genug Öl. 100, 100, 100. Ja, 95, aber das ist noch... Okay. Halt, hier. Stahl. 13. So, warte mal. Und du, Kasper, hier. Kann ich jetzt schon mal eine Handelsverbindung aufbauen? Wie heißt du überhaupt? Die Karabudian 2. Neue Handelsroute. Du musst ja dann hier hin, ne? Wenn ich hier die Produktion dann haben möchte. Du gehst hier hin. Dann dahin. Du lädst hier ein. Trüffel. Du lädst hier aus. Trüffel. Okay, das passt schon mal. Schiff, Karabudian 2. Dann los geht's. Dann haben wir hier diese Handelsroute schon mal eingerichtet.
Hier kommt jetzt dann der Hummer dazu. Wenn wir denn unseren Stahl endlich haben. So. Go, go, wie sieht es hier mit den Burgern aus? Das wollte ich ja ein Auge drauf werfen oder halten. 24, oh, ich weiß nicht, muss ich da was tun? Ja, das sieht jetzt auch wieder. Der Lager leert sich. Ich weiß nicht, also so ein bisschen stabil, aber eventuell muss ich da dann demnächst mal nachjustieren. So, jetzt aber. Hier haben wir eine Hummerproduktion, beziehungsweise... Was ist denn jetzt los? Hä?